Hallo und herzlich willkommen zu The Legend of Zelda Skyward Sword. Yeah. Okay. Joa, wir waren ja hier überall erstmal hier so rumgeflatscht. Und ich... Nein. Aus. Piu. Okay, warten. Piu. So. Muss ich hier hin? Ne, von hier kam ich, ne? Ich weiß das schon gar nicht mehr genau. Das ist alles schon so lange her. Nein, ich habe gerade erstmal 5 Parts Skyrim aufgenommen. Und deshalb erinnere ich mich gar nicht mehr. Meins. So richtig. Ja, und jetzt in den Abgrund springen. Wäre natürlich auch geil gewesen. Nur jetzt erinnere ich mich gar nicht mehr so richtig, was ich hier eigentlich noch machen musste. Das sieht doch verdächtig aus. Haha, ich wusste es. Aber war ich hier nicht schon? Das kommt mir so bekannt vor gerade. Ich meine ja schon, ne? Doch, klar war ich hier. Bin ich da nicht... Nee, warte, doch gar nicht. Der Schalter ist doch gar nicht aktiviert, oder? Hm. Schwabbel. Nein, ich glaube, ich war echt noch nicht hier. Okay, machen wir. Oh, gut, Herzen. Oh, zum Glück. Halleluja. Halleluja. So, den Schalter habe ich ja aktiviert. Waren wir hier schon? Ich glaube schon, ne? Boah, voll die Gammelmusik im Hintergrund. Hä? Was ist denn? Was ist das? Okay, ich muss es wohl erstmal wegschieben. I think so. Ja, mit Schmetterlingsnetzen kann ich natürlich sehr viel anfangen, gerade im Moment, ne? Also, ist ja klar. So, verstecken uns mal schön dahinter. Nehmen am besten mal das Schwert gleich mit. Man weiß ja nie, was uns hier alles schon Schönes erwartet. So. Aber hier kommt gar nichts, was uns töten will. Komischerweise. Ach, da hinten. Ah, oh, ich sehe es schon kommen. Oh Gott. Hi. Au. Ich hab dir doch gar nichts getan. Hallo? Andere Richtung. Andere Richtung. Nein, nicht gebrutzelt werden. Kann ich nicht hier hin? Ich möchte keine Rubine mehr. Ah, hier. Perfekt. So. Hallo? Kann ich da nichts machen? Ach, scheiße. Boah. Very schlau, Lisa ist very schlau. Ich dachte gerade, das Teil schiebt mich da irgendwie weg oder so. Oh Gott, schnell wegrennen. So, alles ist goodie. Nein, was so? Hallo. Boah, Link, du bist so dumm, ne? Wolltest dir nur mal gesagt haben. Vielleicht stehst du es dir dann selber ein. Okay. So, wie machen wir das denn jetzt? Jetzt, Betze. Waren hier nicht noch gerade Staubhaufen? Und wie komme ich jetzt zurück genau? Hä? Hä? Was haben wir denn hier? Kann ich vielleicht hier so ein Teil aktivieren? Ist hier irgendwas? Also ich muss auf jeden Fall zurück, das ist klar. Aber wie? Und dann muss ich später hier noch weiter, aber keine Ahnung, was ich dann hier machen muss. Muss ich das vielleicht aktivieren? Ich glaube, das bringt jetzt nichts. Ja, aber klar. Oh, super, wie dumm. Okay, vielleicht kann ich einfach die Sandhaufen wegmachen. Und jetzt kommt hier super Teleportteil. Wie ich ganz zufälligerweise darüber kommen dann. Wie soll ich denn da hingehen jetzt? Oh, ich hasse es, wenn ich auf dem Schlauch stehe. Passiert hier überhaupt was, wenn ich das mache? Nicht, dass ich wüsste. Ach, Moment. Ich muss doch bestimmt das Teil hier einfach nur wieder aktivieren, oder? Alter. Ah, ja. Oder? Ah, ja. Denkse. So. Hallo? Hallo? So, dann gehen wir nämlich jetzt einfach weiter durch diese Tür da hinten. Und dann geht das schon. Yeah. Hoffe ich. Ach ja, ich bin ja schon so ein kleiner Optimist, aber teilweise ist das nicht so gut, wenn man nur optimistisch denkt. Wie zum Beispiel in diesem Fall hier. Ach ja, wir schaffen das schon. Und da liege ich schon wieder im Abgrund. Also ist das... Hallo? Oh, meine Fernbedienung ist leer. Ich glaube es nicht. Ach, gut. Wir sehen uns gleich wieder. So, das sind wir wieder. Ich habe es gerade hingekriegt. Erstmal stand dieses scheiß Kastenteil da ganz hinten. Und dann konnte ich das schön wieder hier rüberlotsen. Aber jetzt geht es wieder weiter. Und wir schaffen es. Und meine Wii-Fernbedienung ist mal komplett aufgeladen. Yeah. Das heißt, wir können das möglicherweise auch mal ohne Unterbrechungen schaffen. Das wäre unglaublich nett.
von dir spielen. So, jetzt kommt bestimmt so eine fette Battlekammer, wo dann so ganz viele sexy Exis kommen. Ich hoffe, das wird nicht so sein. Oh, Stacheln. Und eine kaputte Treppe. Das kann ja schon mal nichts Gutes bedeuten. Na super. Ah, das fängt ja schon mal schön an hier. Was genau erwartet uns denn hier? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach, wir können ja einfach mal ganz einfach drüber rennen. Erstmal passiert uns ja nichts. Also können wir uns ja schön viel Zeit lassen. So. Ei. Hey. Ja, genau. Fliegt einfach alle runter. Genau. So mache ich das auch immer. Was ist das hier für ein Boden? Der sieht irgendwie nicht normal aus. Ist der wohl auch nicht, wie ich gerade gemerkt habe. Okay. Gut, das sollte ich mir merken. Wir sollten uns vor diesen Fontänen, au, in Acht nehmen. So, ich warte mal eben kurz, bis das Teil fertig geblasen hat. So. Ho, ho, ho. So, wie der Weihnachtsmann. Oh, geil. Puh. So. Wow, geht weg, geht weg. Wow, wie die nach unten gesplattert sind. Oh, nein. Ah, Moment. Ganz schnell. Nein, nein. Ich brauche das jetzt. Schneller. Schneller. Da 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 da. Ja. Okay, wenigstens haben wir das gekriegt. Puh, sonst wäre ich schon ein bisschen am Arsch. Am Arnus. Wow, ich dachte gerade, hier fliegt man noch runter. Genau. Was haben wir denn hier? Ich muss hier irgendwas aktivieren, aber ich weiß nicht genau wo. Aha, das sieht doch nach einem Schalter aus. Wow, geht weg. Geht. Nein, nicht angreifen. Jetzt. Jetzt. Nein, nicht jetzt. Okay, gut. Herz. Oh, war klar. Jetzt kriege ich das Herz und kriege da wieder eins abgezogen. Ist klar, ist klar. So, Moment. Oh Gott, hier sind so viele Schalter. Verwirren mich alle so sehr. Toll. Wollte ich das jetzt? Oder muss ich erst nach da unten? Keine Ahnung. Egal. Wir bewegen. Ach nee, warte, das bringt gar nichts. Treppe. So. Und wo kann ich jetzt aktivieren, dass hier alles so technisch wird? Und so? Alles super verwirrend. Und ich würde gerne mal meine Leben wieder aufladen, wenn das ginge. Denk's. Hier ist auch gar nichts. Und schon wieder fängt die Verwirrung an. Sie tritt einfach genau dann ein, wenn man es nicht erwartet. So, jetzt lasse ich mich nicht wieder so darunter färzen, wie so ein Zimmer. Jahrzehnte später. So. Hä? Hallo? Boah, kann die ägyptische Gammelmusik bitte mal aufhören? Oh. Macht mich aggressiv. Voll der Kampfschrei. Geil. So. Irgendwie ist das hier falsch. Aber. Was? Moment. Komme ich da nicht irgendwie rüber? Toll. Komme ich nach da hinten irgendwie? Da so. Moment. Was ist, wenn ich das mache? Ach so, ja, ist ja schon aktiviert. Oh, wie schlau. Wie komme ich denn... Nein! Pff. Oh Gott. Liegt der sich da auf dem Boden? Toll. Was ist denn, wenn ich... Nein. Nee, da war ich doch gerade. Hä? Wo kann ich denn hier so einen Schalter noch aktivieren? Da hinten. Aber da komme ich ja nicht hin. Was ist... Moment. Ich könnte ja diese Teile darunter fetzen lassen, aber... Ah, warte doch. Ich glaube, ich habe eine kleine Idee. Aber die ist sehr klein, die Idee, weil ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Wieso? Achso, ich dachte gerade, ich kann nur 5 von den Teilen mitnehmen. So geht das nämlich. So. Hui. Oh, Rubin. Wow, ein grüner. Bringt ja sehr viel. So. Und jetzt werfen wir die Bombe noch da rein.
Und dann schaffen wir das auch. Und dann kriegen wir so super Technik-Scheiße jetzt gerade. Und dann geht das auch. Ui. Yeah. Da steht einfach 10.000 Mal, was das für ein Teil ist. Obwohl ich das... Ja, ich habe das schon 18 Mal gesammelt und da steht trotzdem jedes Mal die Beschreibung zu. Weil ich ja immer vergesse natürlich, wie das Teil funktioniert oder was das ist. Genau. Okay, eigentlich vergesse ich es auch. Aber das ist doch unnötig. So. Yeah. Oh, ist der Stein fett. Cool. Das arme Teil. Es tut mir leid. Das war nicht meine Absicht. So. Oh nein. Oh nein. Soll ich erstmal darüber laufen und dann das Teil aktivieren? Das wäre vielleicht weniger schmerzvoll für mich dann. Ja, alles auf ihr Panik, genau. Oh ne. Geh weg. Nein. Nein. Autsch. Einfach seitlich hauen, bitte. Nochmal seitlich hauen. Und gerade drauf. Gerade drauf, sagte ich. Gerade drauf. Dankeschön. Huh. So. Wann kommen dann die Teile raus? Oh Gott. Knapp. So. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal hier hin. Da unten ist wohl gar nichts. Also ich glaube, das bringt erstmal nichts, dahin zu gehen. Also gehen wir hier hin. Ihre Dubiere. Okay. Hallo? 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 So. Stop. Stop! In the name of love, before you break my heart. Entschuldigung. Ja, ich muss manchmal so behinderte Lieder singen. Ist halt so scheiße. Was gerade passiert? Oh, toll. Was? Hä? Oh Mann! Wieso sehe ich nie, was hier passiert? Scheiße. Hier unten vielleicht irgendwas? Hä, seit wann ist da eine Treppe? Hä? Super Verwirrung. Hui. Oh, hau gegen die Wand. Ja, der hält die Hände immer so. Dann denke ich immer, ich muss da reinhauen. Entschuldigung. So. Entschuldigung, dass ich geboren bin. So. Nein! Boah, geh weg. Geh einfach weg. Ich hasse dieses Teil, ne? Ich hasse es so abgöttisch. Komm her! Hallo? Hallo? Und jetzt... Ach, gut. So, nochmal. Nochmal. Komm her. Oh, nee, nicht die Scheißteile, die immer explodieren. Ich mag die nicht. Hallo? 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 Hä? Dr. Kawashiba Gehirnjogging-Musik? Au! Oh. Oh, danke. Oh, zum Glück dead. So. Ich nehme jetzt erstmal hier so ein paar Fässer mit. Nein! Nein! Oh. Toll gemacht, Lisa. Super. Klasse. Forever. Wieso tue ich das? Ich krieg nie diese verdammten Leben und ich hab sie wirklich nötig, das solltet ihr wissen. Hä? Was hat das jetzt gebracht? Wieso kommt da so geile Musik, obwohl nichts passiert ist? Hä? Ach, das ist bestimmt so ein geiles Muster. Ah, 2, 3 und 1 muss ich mir dann merken. Das ist bestimmt für so ein Rätsel oder so ein Kack. Hallo? Danke. So. Dann holen wir uns das doch mal hier rüber. Andere Richtung? Nein, da lang. Da lang. So. Damit wir damit jetzt auch fahren können. Und dann geht die Party los. Close, close. So. Hui. Hier gegen. Yay. Was ist das denn für Klotz, der da so in der Luft rumgammelt? Komisch. Oh, ich mag das nicht. Irgendwie ist das voll das doofe Level. Eigentlich fand ich den Wald am coolsten, auch wenn ich da nie verstanden habe, was man machen musste. Da war irgendwie so ein komischer Mocha oder so eine Scheiße. Ach, wenn ich Mocha sage, dann erinnert mich das an Noka. Ich hab nämlich früher immer mit Noki so telefoniert und dann habe ich mich immer versprochen und habe anstatt Noki immer Noka gesagt. Und dann hat er sich voll aufgeregt. Das war nicht cool.
zwar wie sie. So. Wo muss ich ihn jetzt hin? Ist nicht hier irgendwas? Aber da müsste ich ja quasi erstmal durchkommen. Muss ich denn nach hier unten? Ist da überhaupt was? Das sind nur so böse Gegner, die mich alle töten wollen. Ja, ich denke mal, ich muss den auch erstmal töten, ne? Ei! Ah! Ach du Scheiße. Nicht. Und Pix! Gerne. Okay. So. Wo muss ich schon jetzt hin? Hm. Okay. Wow! Nein, nicht vergammeln da. Nicht da vergammeln. Danke. Danke, ich bin dir sehr dankbar, dass du nicht da in der Ecke vergammelt bist, Link. Danke, thanks a lot. So. Puh. Alles ist in bester Ordnung. Alles ist okay. Was muss ich noch da? Aber die Tür ist immer noch nicht auf. Und da hinten ist auch nichts auf. Moment. Wenn ich da jetzt dran gehe, geht die Tür vielleicht auf? Toll. Sehr sinnvoll. Ach du Scheiße. Was muss ich denn jetzt hier machen genau? Oh, jetzt stehe ich schon wieder auf dem Schlauch. Naja, aber wir müssen erstmal den Part beenden. Falls jemand weiß, wie es weitergeht, könnt ihr mir das in die Kommentare schreiben. Luli, luli, du. Also, bis dann. Tschüss.